Peter hat Hexenjagd geschrieben auf der Erfahrung der Kommunistenjagd in der McCarthy-Ära, die Kommunistenjagd in den 50er Jahren, und hat eben diese Hexenprozesse, die historischen Hexenprozesse als Metapher benutzt. Ich habe mich gefragt, okay, wie können wir diese Metapher eigentlich auf heute beziehen? Ich sah Frau Osborn mit dem Teufel! Ich sah Bridget Bishop mit dem Teufel kommen! Die Osborn vertreiben! In der heutigen Gesellschaft ist es ja so, wir schlittern gerade von Krise zu Krise und die Krise ist ein Zustand der Angst. Und das lässt sich vergleichen mit der Angst in Hexenjagd. Auch die Bewohner von Salem, da spielt das Stück eigentlich, haben Angst. Und es zeigt, wie verführbar die Menschen sind, wenn sie Angst haben. Sie fragen, was ist das, dass in diesem Dorf sich alle streiten? Und es gibt die ganz kurze Antwort, es muss der Teufel sein. Es kann sein, dass deine Cousine stirbt. Habt ihr gestern Abend den Teufel gerufen? Ich nicht. Tituba hat ihn gerufen. Sie rief den Teufel. Wie hat sie ihn gerufen? Ich weiß nicht. In ihrer Negersprache. Sie suchen also nicht mehr bei sich oder suchen und versuchen, irgendeinem Problem auf den Grund zu gehen, sondern sie glauben schnell dem Exorzisten, der sagt, wir werden einen Teufel finden. Könnte es sein, dass dich jemand behext, das zu sagen? Nein, ich bin ganz in Ordnung. Fragen Sie Emmy. Sie hat neben mir gesessen, als ich die Bucke genäht habe. Ja, sind Sie jetzt zufrieden? So, und jetzt schmeißt den da raus! Was bedeutet eine Nadel? Mary, du beschuldigst Abigail übrigens eines kaltblütigen und brutalen Mordanschlags. Mord? Aber ich beschuldige doch nicht! Abigail wurde heute Abend durchbohrt und es wurde eine Nadel gefunden, die tief in ihrem Leib steckte. Und sie beschuldigt mich? Ja. Das Mädchen ist eine Mörderin! Sie muss verschwinden aus dieser Welt! Sie haben es gehört. Rechtspopulisten geben kurze Antworten, die an der Realität vorbeischießen und eigentlich nur um Diffamierung und Denunziation kreisen. Und diese Mechanik, die zeigt schon Miller. Und die finde ich sehr interessant in Hexenjagd.